So, betreten wir jetzt den Turm. Allerdings will ich euch noch was zeigen. Ich habe nämlich jetzt mir die Freiheit noch genommen. Und zwar habe ich die Namen ein bisschen geändert. Ich habe Serpi, Evo-Serp jetzt Serpi Queen genannt. Zebritz habe ich Streifi genannt. Ich weiß, einfallsreicher Name. Karadonis heißt jetzt Chuck Norris. Und Solamak heißt jetzt Saiyajin. Okay. Nur damit ihr es wisst, jetzt gehen wir mal in den Turm hinein. Er wird ziemlich episch, viel Spaß dabei. Turm des Himmels. Okay. Die Glocke auf der Turmspitze. Es heißt, die hier ruhenden Seelen frohlockten, wenn sie erklingen lasse. Okay. So, was bist du, ein Security-Dienst? Dies ist der Turm des Himmels, wo die Seelen der Verstorbenen ihre ewige Ruhe finden und wo wir unser fünftes Team-Pokémon fangen werden. Okay, hier sind solche Grabsteine. Und hier ist eine riesige Treppe, eine Wendeltreppe. Gehen wir mal nach oben. Finde ich auch cool gemacht, so mit der Kamera jetzt gerade. Und dass man den Raum hier jetzt komplett sieht. Zack. Erinnert mich irgendwie an aus Oblivion. Dieser Kaiserpalast sieht auch ungefähr so aus. Oh mein Gott. Ich fühle, wie mich irgendeine unbeschreibliche Energie durchdringt. Let's ready to fight. Frau, Psycho, Ehrin. Hygraulon, kennen wir dann noch nicht. Das ist ein Psycho-Pokémon. So, Serpi Queen. Heißt es noch Evo Serp, aber wenn es sich entwickelt, heißt es Serpi Royal. Daher jetzt. Daher der Name ist Serpi Queen. So, Lockklinge. Es überlebt die Attacke, Wankelstrahl. Was macht das? Verwirrt es unser Pokémon, oder? Nee. Löscht unsere Fähigkeit aus, okay. Die Attacke kann auch Ohrdruck. Soweit ich weiß. So, Kill. Die Graulon wurde besiegt. Sehr schön. Streifi kriegt. Also ich finde den Namen irgendwie cool, Streifi. Okay, Saiyajin, so, ach ja, ich wollte ja Saiyajin jetzt noch entwickeln lassen, habe ich vergessen, das machen wir dann gleich nach dem Kampf. Weil ich habe gesehen, das lernen sie jetzt nur noch durch Attacken wie Aufbereitung und Bärenkräfte und Knirsche erst mit Level 42. Und bis dahin habe ich jetzt keine Lust zu warten für die Knirsche-Attacke, deswegen werden wir jetzt nach dem Kampf unseren Saiyajin entwickeln. Ich glaube, ich sollte die Streife mal den EP-Teile wegnehmen. Die Streife hat schon fast Level 40. Ist schon fast Liga-Niveau. Monozyto. Lassen wir mal Saiyajin ran. Saiyajin! So, hier haben wir wieder eine Zelle. Beißen wir die Zellen einfach mal. So. Leider kein Kill, macht nichts. Da hilft sein Charme auch nichts mehr. Wie kann man sich in eine Zelle vernarren? Das verstehe ich nicht. Saiyajin, du blamierst dich hier aufs Äußerste. So, tschüss. Okay. So, jetzt entwickeln wir Saiyajin zu dem Super Saiyajin. okay. Wo ist der Wasserstein? Wasserstein, Wasserstein! Ach, das sind die Medizin. Könnte ich eigentlich mal wieder ordnen? Scheiße. Wie ordne ich nochmal? Nein, ich will dich nicht ansprechen. Nein, auch nicht das. So, hier, das möchte ich, genau. Und wie sortiere ich denn jetzt? Ich mach's mal mit der Maus, einfach sehr geil, ist jetzt ähnlich. So. Okay, jetzt ist der Wasserstein ganz unten. Seufz. W ist ja nämlich der unterste Buchstabe des Alphabets. Wasserstein. Hä, wo ist denn der? Wo ist unser Wasserstein? Ah, hier ist er. Okay, Blattstein, Donnerstein, Federfossil. Ja, genau. Hier ist der Wasserstein. Dieser spezielle Stein löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er ist hellblau. So, Saiyajin. Werde zum Super Saiyajin. Na, komm schon. Dein Saiyajin wurde zu einem Solar-Cheater. Hey, du verdammter Cheater!
Okay. Das hätten wir. Hätten wir auch im letzten Part eigentlich schon machen können, aber. Ja. Jetzt haben wir es halt jetzt gemacht, ne? Und ich hab. Verdammt, ich wollte Streife den EP-Teil noch abnehmen. Ach, egal. Dann wird halt unser Streife übermächtig, dann müssen wir später nicht mehr trainieren. Wobei in der Arena werden wir es wahrscheinlich auch noch verwenden. Weil die Arena ist eine Flugarena. Also wird unser Streifi dann sehr stark werden. Seht ihr, Kids, ihr seht, es sieht jetzt anders aus als normal. Und unser Team-Pokémon ist noch nicht aufgetaucht. Ich lasse jetzt mal die Queen gegen den Bambi kämpfen. So, Slam. Achoo! Body Check! Aber immer noch schlechter ist der Body Slam! Slam! Bodycheck und Slam ergibt den Body Slam! So, Molly Morba, das ist die Entwicklung von Dingsbums, von diesem Psycho-Dings da. Oder ist es die Entwicklung? Ja, es ist die Entwicklung. So, so sieht Saiyajin aus. Achso, nee, ist nicht die Entwicklung, okay. So, Beiß. Beiß, die Beißattacke. Danke für den Kampf, bitteschön. Okay, hier ist ein Item. Ach ja, den Schutz, der funktioniert nicht mehr, weil ich ja die Namen umbenannt habe. Da ist er verbraucht worden, der Schutz. Jetzt warte ich aber, bis das Pokémon auftaucht. Ich will es jetzt fangen. Ah, da ist es ja. Unser fünftes Team-Pokémon. Lichtel! Gut, ist vom Typ her Geist. Feuer hat einen hohen Spezialangriff, deswegen will ich den Team reintun. Lockklinge. Jetzt lass sie mal Pflanze gegen Feuergeist kämpfen. Ja, einmal möchte ich jetzt nicht machen, weil ich Angst habe, einen Volltreffer zu landen, deswegen jetzt Pflanzsäulen. So. Okay, jetzt kommt eine Feuerattacke, war zu erwarten. Ich muss jetzt eh dann ins Pokécenter und das Licht mitnehmen. So, wenn wir das haben, dann fehlt uns nur noch ein Pokémon. Okay, jetzt schmeißt ihr erstmal den Hyperball. Fangen wir es mit dem Hyperball. Genau. Jetzt brauche ich noch einen Spitznamen. Ah, ich habe einen guten Namen. So. Lichtel, Kerze, Geist, Feuer, Größe. 30 cm, Gewicht 3,1 kg. Es entfacht eine Flamme, die von der Lebensenergie eines Menschen oder eines Pokémons zehrt. Hatte ich noch nie im Team, Lichtel. Ist daher ein Jubiläum. Moment, muss man schauen, ob der Name passt. Ja, okay, passt. Aber der Name, naja, ist ein bisschen komisch, aber egal. So, ich glaube so, das ist der, so niemand, nennt niemand irgendein Lebewesen. Ich hab's Adventi genannt. versteht ihr? Weil bei Advent zündet man ja Kerzen an, so, ne? Egal. Hier ist noch ein Lichtel. Jetzt können wir mit Serpi Queen machen, was wir wollen. Aber ist mir egal, ich wechsle jetzt wieder zu Saiyajin, wir müssen den ja trainieren. Und ich habe den EP-Teil immer noch nicht abgenommen, jetzt reicht's mir, muss ich mir jetzt einspeichern. Warum leckt es jetzt so? Es darf nicht lecken. Ich will nicht, dass es leckt, muss ich wieder ein paar Programme schließen. Ich glaube, dann nach dem Kampf pausiere ich mal kurz und schließe ein paar Anwendungen. Anscheinend beeinflusst es die Aufnahme. So. Gut, dann machen wir kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier bin ich wieder. Jetzt habe ich ein paar Programme geschlossen. Jetzt läuft es viel, viel besser. Ich hatte daneben noch zu noch Steam offen. Als Anwendung, meine ich. Boah, jetzt läuft es super. Oh, Maus weg. Maus weg. Böse Maus. Hast du nichts verloren auf dem Bild in dem Pokémon Let's Play. So.
Jetzt möchte ich unser Lichtel abholen. Ich glaube, da hätte ich neu, hätte ich während der Pausierung machen können. Ja, okay, dann pausiere ich eben nochmal und hole unser Lichtel von PC ab. Bis dann. Oder bis gleich. So, hier bin ich wieder. Habe jetzt unser Adventi geholt. Und weiter geht's. Was tauchen hier jetzt schon wieder auf? Hier tauchen übrigens nur Lichtels auf. Vielleicht auch noch ein paar Graulons, wenn man Glück hat. Lichtel gegen Lichtel, der Kampf des Jahrhunderts. So, was kann unser Adventi für Attacken? Nachtnebel, Nachtnebel, Irrlicht, Funkenflug und Begrenze. Ich setze mal Begrenze ein, dann kann er gar keine Attacken mehr einsetzen. Verdammt! Das kann unser... Jetzt setzt unseres Verzweifler ein. Weil, genau unsere... weil die alle Attacken unverblockiert sind von unserem Adventi. Okay, ich flieh mal. Das hat so keinen Sinn. So. Wenn sich zwei Pokémon-Trainer treffen, ist es selbstverständlich, dass sie sich auch einen Kampf liefern. Oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ab in den Kampf, Herr Pokéfan Ioannis. Emolga. Okay, wollen wir es verbrennen? Ich würde sagen, ja. Und warum setze ich Begrenze ein? Habe ich überhaupt nachgedacht? Ich will es verbrennen und setze Begrenze ein. Oh. Verdammt. Naja, okay. Improvisieren, Seppi Queen. Slam. Bam! Slam und mach Bam! Haha. Kannst du was anderes aus der Schockwelle? Wisst was? Ich setze jetzt mal Laubklinge ein. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber was soll's? Volltrefferquote. Ja, egal. Och komm, hätte ich gewusst, dass es Statik beherrscht, hätte ich nie die Attacke verwendet. Was ist das? Wortladung? Oder heißt die Wortladung? Hey, was war das für eine Attacke? Die kenne ich gar nicht. Hm, Schockwelle kommt wieder. Aber egal, jetzt... Och komm, das muss doch jetzt nicht sein. Gott, Slam. Elektroball hieß die Attacke, okay. Scheint eine neue zu sein aus der fünften. So, tschüss, Emolga. Jetzt bin ich genug genervt. Terrybark, das ist dieser Hund. Die Weiterentwicklung von Jochblev. Lass nochmal Chuck Norris ran. So. Bedrohung senkt Chuck Norris Angriff, aber was eigentlich unmöglich ist vom logischen her, weil. Chuck Norris Angriff kann nicht gesenkt werden. So, Durchbruch. Okay, Chuck Norris hat bewiesen, dass er Chuck Norris heißt. Er hat ihn gewonnen-hittet. Okay. Oben gibt es zum Glück eine Doktorin, die wird unser Lichtel heilen. Oh, du willst mir bekämpfen? Von mir aus gern, ich habe ein ganz besonders starkes Pokémon für dich. Dann zeige ich es mir. Frau, Pokéfan Juliane. Ah, Folikon. Ich hätte mehr erwartet. Ganz ehrlich. Hier hätten wir jetzt unser Lichtel gut einsetzen können. Hm. Ach, ich kämpfe einfach mit Streifi. Was soll's? Nitro-Ladung. So, und weg sind mit dir. Das ist jetzt eine unnötige Information. Streifis Initiative steigt. Okay, hier ist noch das Item holen. Holen wir es uns ganz schnell, aber zuvor möchte ich den Top-Schutz aktivieren. Denn die Pokémon, die hier auftauchen, sind unnötig momentan. Das sind nur Lichtel und Pygraulons. Und auf die kann ich ehrlich gesagt verzichten. Es ist Irrlicht TM61. Verbrennt ein gegnerisches Pokémon. Schadet es aber nicht, so. Hier muss jetzt dann die Doktorin sein, Doktorin oder so. Sagt man Doktorin oder Doktrin? Ich glaube eher Doktorin. Ah, doch nicht, die ist wohl doch noch ein Stockwerk höher. Verdammt, wir müssen unser Lichtel heilen. Egal. Verdammt, es ist
Streifi wieder in erster Position. Ich habe Streifi zu stark gemacht. Okay, die hat zum Glück auch nur eins Somnivora. Streifi! Stampfe. Mal was anderes machen. Streifi hat eh einen höheren Angriffswert als nur Spezialangriffswert. Kann man daher einsetzen und schreckt den Gegner sogar noch zurück. Er schützt sich vor Volltreffer mit Beschwörung. Aber egal, jetzt Ladungsstoß. Ich hoffe, es setzt nicht Mondscheine ein oder irgendeine Heal-Attacke. Kann Somnivora vielleicht auch. Okay, tschüss. Und dann tue ich Streifi wechseln lassen, weil Streifi ist schon mehr als trainiert. Ich glaube, dann mit Streifi könnte man schon in der nächsten, also in der übernächsten Arena schon kämpfen, in der siebten Arena. Okay, wechsle ich einfach mal Streifi mit Saiyajin. Und Zappyqueen tauscht mit Chuck Norris, okay. Dann Chuck Norris tauscht mit Streifi und Streifi ist ganz unten, aber Taubenüsschen kommt an die letzte Position. So, Streifi ist jetzt an Vorletzter und das Taubenüsschen an letzter, weil das ist ja nicht unser Team-Pokémon. Okay, ah, hier ist er, okay. Gut. Dann machen wir noch die Tränen und dann sprechen wir die an. Ich kann spüren, wie uns die Seelen der Verstorbenen um einen Kampf anflehen. Erinnert mich irgendwie an den Pokémon-Turm in Kanto in der Game-Edition. Ist auch echt sehr episch, ja, episch gemacht. So, Lichtel gegen Soda Cheetah. Lake. Und tschüss. Fletiamo, das ist dieses Batman-Pokémon, die Weiterentwicklung. Der Mann der Fledermaus-Pokémon. Mann der Schwein, haha. Von South Park, kennst du wahrscheinlich. So, verbrennen wir es erst einmal mit einer Wasserattacke. Hä? Was ist passiert? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Was ist vor einer Sekunde passiert? Oh! Was ist das? Was ist das für eine rote Pampe, die da überall auf meinem Körper ist? Ach ja, das ist Feuer! Oh nein! Ich sterbe! Eigentlich müsste, wenn man mit einer Wasserattacke angreift, wenn man ein brennendes Pokémon mit einer Wasserattacke angreift, müsste es doch eigentlich gelöscht werden, rein vom Logischen her. Könnte man einführen in Pokémon. Wäre auch ganz interessant. Oder dass man mit einer speziellen Attacke Paralyse heilen kann. Ein feuriger Pokémon-Kampf erfrischt jeden trägen Geist. Aber ich glaube, mit Feuertacken kann man Eis-Pokémon, also eingefrorene Pokémon, auftauen. Das ist, glaube ich, möglich. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, einmal ist es mir sogar gelungen, ja. In der Feuerroten, glaube ich. Aber ich kann mich nur sehr schwach daran erinnern. Kann auch sein, dass es mir eingeträumt habe, keine Ahnung. Makrabaya kennen wir aus dem alten Palast da, aus dieser alten Ruine in der Wüste. Würde. Und bis... Lecker Geist zum Frühstück, nicht wahr, Saiyajin? Golbitz kennen wir noch nicht, das ist ja doch, kennen wir aus der Kampfmetro, ist Bodengeist. Ich lasse Saiyajin draußen. Und greife mit einer Wasserattacke an. Mit Siedewasser. Oh, heiß! Heiß! Das kocht ja noch! Natürlich, heißt er auch, deswegen Siedewasser, Golbit. Oh! Okay. Hier ist noch einer. Ein oder eine, keine Ahnung. Ich bin hier, um etwas über das Ende der Welt zu erfahren, aber bisher war ich noch nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht hilft es ja irgendwie, wenn wir miteinander kämpfen. 2012? Hallo? Noch nie von 2012 gehört, oder in welchem Jahr lebst du denn? Na gut, das Spiel ist 2011 rausgekommen, also verbucht. Ja, stimmt, das Spiel ist vor einem Monat ungefähr rausgekommen, ne? Im März 2011 ist das Spiel rausgekommen, also das Spiel ist schon ein Jahr alt, kann man sagen. Bis... So. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich angefangen, Minecraft zu spielen. Dann habe ich mir die Vollversion gekauft. Also die, Version habe ich mir gekauft, meine ich, ne?
habe ich mir das Spiel gekauft, sag mal so. Vorversion gab es ja noch nicht, da gab es Beta 1.4 oder 3, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir die noch besiegen, damit sie unsere Pokémon heilt. Du benötigst meinen Dienst als Pflegerin? Sehr gern, wenn du mich besiegst, heile ich dein Pokémon-Team. Das wäre gar nicht dumm, so unfreundlich. Also, ja. Pflegerin Helga. Molly Marva. Saiyajin. So, Urknall Kamehameha, aber das reicht eigentlich auch. Okay. Marmolida, was ist denn das nochmal? Boah, keine Ahnung, irgendein Pflanzenviech, glaube ich. Nein. Ach, das da, okay. Ist, glaube ich, ein typisches Wasser-Pokémon. Ich kenne das Pokémon überhaupt nicht sehr gut. Also, ich weiß nur, dass es ein Wasser-Pokémon ist. Und dass es auch viele KP hat. Was, es kann Weckruf? Okay. Ja, ihr seht, es hat sehr wenig KP verloren. Ist sogar eins der Pokémon, das die meisten KP, glaube ich, hat. Deswegen sollte ich mal den Angriff erhöhen und Chuck Norris ranlassen. Aber er will sich mit Chuck Norris anlegen oder sie will sich mit Chuck Norris anlegen. So, Chuck Norris, beweis deinen Durchbruch. Ich wollte Stärke einsetzen und den Spruch sagen, beweis deine Stärke, aber ich habe nicht verletzt, was soll's. So, Aquawelle, eine Wasserattacke, die ich verwirren kann. Ich hätte meine Klappe halten sollen. So, Chuck Norris, du kannst nicht verwirrt werden, du bist Chuck Norris. So, zeig mir deine Stärke. Und tschüss. Okay, sei jetzt schön erreicht, Level 36. Und jetzt heil unsere Pokémon. Dankeschön. Ist es nicht toll, dass alle Menschen und Pokémon ihre ganz persönlichen Stärken haben? Meine Stärken sind das Heilen, ist das Heilen von Pokémon. Schön. So, lauf mal die Wendeltreppe weiterhin. Ich habe doch einen Top-Schutz eingesetzt, oder warum taucht denn dann ein Pokémon auf? Oder ist der schon verbraucht? Nein, ich kämpfe jetzt nicht mit Lichtel gegen Lichtel, nicht schon wieder. So, tschüss. Wir müssen Lichtel trainieren und nicht damit kämpfen. So. Und jetzt werde ich Lichtel auch immer austauschen. Weil Lichtel hat nur Level 26. Woher der Turm des Himmels, wo es seinen Namen hat? Ach, ist er eigentlich unwichtig. Lass uns lieber eine Runde kämpfen. Sehr gerne. Astrainer, okay, der hat gute Pokémon. Bisbark. Oh Gott, das ist die Weiterentwicklung von, also die Weiterentwicklung von, Yorklef. Da ist es schon ein hart härterer Brocken. Ich glaube, ich nehme wieder Chuck Norris ran. Chuck Norris, Bitch. Oh, das kann Donuts sein. Egal. Durchbruch. Mach diesen Köter fertig. Und wie soll es bei Chuck Norris auch anders sein? Es one-hittet ihn. Und der Werb fährt Venti. Hier ist noch ein Item namens Beleber. So, was ist hier? An diesem Ort finden unter anderem Pokémon, die in der Einhaar-Region trainiert wurden, ihre letzte Ruhe. Okay, eine Astrainer schon wieder. Haben gute Pokémon. Ein Fletiamo. Ein Mannbär. Spider. Batman. Nee, sagen wir ein Mischmasch aus einem Schwein und einer Fledermaus. Und einer Krabbe. Der Schwanz sieht auch irgendwie aus wie der Griff einer Krabbe. Also würde ich sagen, es heißt Krabben-Schweine. Batman Dingsbums, naja. So, Serpy Queen ist ja zwar nicht so besonders klug, gegen ein Flug-Pokémon da jetzt einen Pflanzen einzusetzen, aber ich will Streife nicht einsetzen, aber jetzt muss ich es glaube ich einsetzen. Weil es das einzige Mittel gegen Flug-Pokémon ist. Gedankengut. Er wird seinen Spezialangriff und seinen Spezialverteidigung.
Ja, was soll ich dazu sagen? Stürzen wir in die Flügel mit einer Elektroattacke. Sofern man das Flügel nennen kann. Und tschüss. Level up für... Ne, kein Level up. Oh, komm, ein Level up. Dann entwickelt sich unsere Serpi Queen. Oder unser Evo Serp zu Serpi Royal. Hydromorba. Hypnomorba. Laubklinge. 1, 2, bam. So, ein bisschen bearbeiten, dieses Psycho-Pokémon. Okay, es erhöht den Spezialangriff, aber der Nachteil, es ist verwirrt. Okay, ich setze jetzt mal eine Spezialattacke ein, da er die Spezialattacke, da er Schmeichel unseren Spezialangriffswert erhöht hat. Na gut, selbstverletzt. Naja, macht nichts. Es sieht eine Attacke voraus. Was siehst du voraus? So, danke für den erhöhten Spezialangriff und jetzt wirst du gefistet. Was? Ihr habt überlebt? Oh mein Gott! Nein, Finte trifft! Komm schon, Evo Serp, dein letzter Einsatz hier in diesem Kampf. Danach wirst du ein Serpi Royal werden. So. Level 36 für Serpi Queen. Es erlernt Einrollen. Muss ich mir lesen, ist eine Giftattacke. Anwender rollt sich zusammen und sammelt sich. Dabei werden Angriff und Verteidigung und Genauigkeit erhöht. Ja, kann man. Aber warum ist es eine Giftattacke? Ich meine, es hat doch gar keinen Einfluss auf den Kampf, ob es Gift oder eine Normalattacke ist, oder? Ich glaube, ich verlerne mal Grasmixer. Wir haben hier Pflanzrollen stattdessen. So, Serpi Queen erlernt Einrollen. Und hat Venti Level 28. Was Bürde lernt Sätze? Okay. Was kann Bürde denn? Eine Attacke, bei denen der Anwender das Ziel bedrängt, fügt Zielen mit Statusveränderung hohen Schaden zu. Können wir mit Irrlicht kombinieren? Ich glaube, das sollte ich mal beibringen. Ich vergesse meine Grenze. Ja, und Aventi lernt Bürde. Das ist unter meiner Bürde, Würde. Was wichtig ist, Serpi Queen entwickelt sich. Meine Damen und Herren, begrüßt unser Serpi Royal! Knie nieder vor der Serpi Royal Königin, keine Ahnung. Ja, hier geht's, oder? Kommen wir daher. Stimmt, wir müssen ja nach oben. Also geht's logischerweise hier lang. Ach komm! Verdammtes Lichtle! Lass mich in Ruhe! Lichtle gegen Lichtle. Epischer Kampf. So, ich wechsle aber trotz allem. Beide sind gleich stark, da will ich es nicht riskieren, dass Adventi jetzt den Kürzeren zieht. Und Saiyajin brennt. Kann es sich nicht selber mit der Wasserattacke löschen? Siedewasser. Und tschüss. Und wir gehen... Ich muss noch einen Top-Schutz... Ah, weil wir sind schon ganz oben. Sehr schön. So. Mal schauen. Danke, dass du gekommen bist. Was ich da vorhin gesehen habe, war tatsächlich ein verletztes Pokémon. Aber keine Sorge, es ist wieder in Ordnung. Ich hatte ihm einen Top-Beleber gegeben, und es war ihm nur wieder fit. Genug, um sich in die Lüfte zu schwingen. Ich habe ganz schön scharfe Augen, was? Allerdings solltest du bei meinem Piloten auch nicht anders sein. Ach ja, wo du schon mal hier bist, willst du nicht vielleicht einmal die Glocke erklingen lassen? Die Glocke hier oben im Turm des Himmels besänftigt die Seelen der Pokémon. Auch in den Herzen der Menschen hält ihr Klang wieder. Na, das meine ich natürlich sehr gerne. Das ist die Glocke des Turms des Himmels. Lässt du sie erklingen? Ja. Kevin lässt die Glocke des Turms des Himmels erklingen.
Ding Dong. Die Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. Welch lieblicher Klang. Du bist wirklich ein gütiger Mensch, Kevin, und stark bist du auch. So, dann will ich mich dir noch einmal vorstellen. Ach, kenne ich doch schon. Ich bin Geraldine, die Leiterin der Arena von Panero City. Und ich benutze Flug-Pokémon. Wenn du soweit bist, dann komm doch bitte in meine Arena. Dort bist du herzlich willkommen. Sein muss. Und weg ist sie. Na gut, dann fliegen wir auch mal zurück in die Stadt. Wir haben ja unser taubes Nüsschen. So. Und fliegen zurück nach Panero City. Okay, dann heilen wir unsere Pokémon und dann beende ich den Part hier auch schon. Und dann machen wir im nächsten Part den Arena-Kampf gegen Geraldine. Dam, 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 dam. Okay, Pokémon sind geheilt, alles ist okay. Dann bis zum nächsten Part. Servus!